Rausgegangen von dem Weinkeller, hab ich der Sen an a Fisch mit größe Äußjes, auf Jiddisch, abgedruckt die dosige Wörter. Das erste Mal in Kasrilewke, das jiddische Theater, der Emser Adler von Amerika, der größte Komiker von der Welt, ihr wird se gehen vergelächter, Asa Hotzmach wie bei uns ist noch gar nicht geboren geworden. Heint spielt mir nach Spogl neue Opera Kol Dunja. Ihr weißt nicht, wo ist da ergens das jiddische Theater? Toi ich frage jeden, was läuft vorbei mir mit der Päckelscheure unter der Hand. Das jiddische was? Das jiddische Theater. Was er Theater? Das Theater, was man spielt dort. Wer spielt dort? Adler spielt dorten. Was er Adler? Adler, der Emser Adler. Von wann ist er? Von Amerika ist er. Von Amerika? Wo ist er hin? Er spielt da in einem jüdischen Theater. Wo spielt er? Goldunia spielt er. Wo heißt das Goldunia? Erzähl ich ihm. Mein Jid hört uns alles Ding mit Kopf, bägt sich an, tut das Spei uns und geht er weg und er seid gesund. Hanne Beile, wohin läufst du so? In Theater, Chachon. Nun, und du gehst gar nicht in Theater, Chachon. Ach, heus gehen soll ich dir nicht schauen. Was sagst du zu meinem Kasschelhafker? Ne geht es? Sie will, ich soll ich Hand machen, die Gänse. Machen soll sich ich Hamake. Und prägeln Schmalz, prägeln soll sie mein Schein, Ribäunische Leulum. Die ganze Welt geht in Theater, haha. Und ich darf sein gebunden. Binden soll man sich schon auf alle vier, lieber Gott. Was hörst du sie? Ah, fahr dein Geld, möchtest du gehen, wo du willst. Ich hör sie wie heimende Krieger. Ich lauf heim, ich tu sie rüber und geh in Theater heran. Sie soll auf viele auflaufen wie ein Bach. Beide Weibler zergehen sich und ich hab derweil mit wem zu gehen in Theater. Das Weibel guckt sich alle Weile herum und sieht, wie ich gehe noch, bleibt sie stehen eine Weile und nimmt sich rechts. Ich gehe rechts, sie nimmt sich links, ich gehe links, sie geht Pavolje, ich ihr noch. Hebt dann das Weib laufen, also wie man läuft auf der Strefe. Was ist? Fragt man sie. Wo läufst du? Gott ist mit dir. Eppes haschel im Masel, ich geht mich noch schön von Ascho. Ich weiß nicht, wer ich ist. Ich werd beschaffen herum uns a ganze Rädel von Jiden, Weiber und Kinder. Man hebt dann Teiten auf mir mit die Finger. Es fahr doch vorbei a Balagole, hab ich mich rein in Beidel und heiß mich führen in Theater rein. Zugefahren zum Theater treff ich a ganze Chaliastre Mädlich mit Buchirin stehen in Drösten, reden und lachen und schicken mit Wörtlich. Lass durch den Paretz! Pavolje, ihr werdet im Cholilätze knetschen dem Kapeljusch! Käume mit Sorris, mit Leid, sich durchgestubt durch der Chaliastre zu der Kasse, ein kleines Fensterl, tu ich frag, sie kann ich bekommen ein Billett? Und die Chaliastre von hinten stubt mich und quetscht mich von alle Seiten. Was für ein Billett willt ihr? Fragt mich der Kassier, ein darer Bocher mit einer langen Gordel. Was für ein Billett hat ihr? Voran auf ein Gillen und auf zwei Gillen und auf drei Gillen. Und Teierer ist nicht da bei euch? Der Herr von mir, solche die Burin, hat sich auf der Kassier von dem Bänkel, steckt aus den Kopf von dem Fenster und schreit uns auf der Chaliastre gleich mehr in Ponema rein. Ach, ich bin euer Tatnestatnerwein. Ihr werdet sich nicht so gehen. Und schicke ich euch heraus, bloß auf dem Gorodowoi, mit der Kischke Wasser. Kommt der Herr zu den Teierer rein. In Häuf stehen zwei gesunde Jungen, und geben Achtung, man soll sich nicht da reinhappen ohne Billett. Eben, einzig weiß geht, einzig weiß. Schreit Aid mit einem ausgeflickter Bord und mit einem Schwer auf der Seite. Aponem, das muss sein, rebloser Gordowoi. Los durch, du Joven mit der Spanne, du siehst nicht, was geht. Also schreit einer und stubt sich durch mit Gewalt, schickt mit Wärter auf die Aktion. Pfeifer! Holle Tranz, grüner Agres, ledige Kischke. Ich guck mich herum,
Wer hat das? Eine sehr erkenntliche Sprache. Ich koch mich zu, ich habe ihn erkannt. Sie ist Neujahr der Schweizer, von meiner Stanzie, Hotel der Kalja. Nach ihm schleppt sich ein ganz Gesindel Weiber, Buchirim und Mädler. Wer ist das Weibel? Das ist mein Weibel. Du kennst nicht mein Sohre Perl. Und das sind meine Kinder. Und das? Das ist mein Schwieger. Und die, das ich kenne? Das ist mein Weibs a Schwester. Und wer ist der junge Mann? Das ist der Hossen. Und wer ist das Mädel? Das ist dem Hossens a Schwester. Und wer ist der Bocher? Das ist dem Hossens Schwesters a Hossen. Und wer ist auch das Mädel? Das ist sein Schwester. Das heißt, dem Hossens Schwesters Hossens a Schwester. A hübsche Mischpoche bei euch, Rebneuech. Salz dir in die Augen, Steiner dir in Herzen. Sag Chotsch, keine Hore, du Aktiorchik, du Komödiantchik, du Birntreiber, du Gurgelreißer, du Bulkeschlinger. Noch ihm sehe ich verschiedene Parscheunen sparen sich durch, meist Teil und Billetten. Zwischen die Parscheunen, der kenne ich mein Balabos von dem Hotel der Kalje, mit etwas Aiden, sehr grobe, was geht wie ein Friedlich und katscht sich wie ein Katschkele. Ah, ihr seid euch da! Mach ich zum Balabos und vergesse, dass er ist taub wie die Wand. Nicht gosche! Entfährt er mir und schreit auf ein Kohl, gleich wie ich wohl da gewinnt der Täuber. Sie singen kein Meise nicht! Ihr seid da das erste Mal? Sie ist ein liebes Stahl. Ein ganz Jahr halt man da beheimisch oder fehl. Na komm schon, nun! Ruft sich an zu ihm die grobe Idene und tut ihm ein Schlepp bei der Polle. Und sie gehen weg beide und besetzen sich ganz oben an. Hört nur, ihr Aktion, wo seid ihr ergetz? Also ruft sich an eine Dame mit der Hut, mit der weißer Feder und mit Brillanten. Und neben ihr steht der Kavalier mit der Kapeljusch und mit der gescheuerten Berdel. Es springt unter einer von den Aktionen, ein Bocher mit der kurzen Reckel, mit der kultigen Hemd und mit der hungrigen Ponem. Was wird ihr etwas sagen, Madame? Was ist? Was will ich sagen? Wir haben doch gekauft Billetten. Für was weist man uns nicht unsere Eltern? Der lange Akteur mit den hungrigen Ponnen nimmt bei sie die Billetten und führt sie zu ganz oben an und will sie besetzen. Seinen Vernommen alle bänklich. Seid ihr Meuchel, ihr habt sich gesetzt nicht auf eure Eltern. Macht der Akteur zu einem Bocher mit einem Mädel, wo sitzen und knacken nisslich von einer Schkormutzel. Wer hat euch gesagt, dass wir sitzen nicht auf unsere Eltern? Weißt eure Billetten? Sagt zu sich der Akteur und nimmt bei sie die Billetten und weiß sie, wo sie dürfen sich setzen. A Sach niedriger. Was heißt, ihr wollt uns sagen, der ist, wo wir sollen sich setzen? Was ist da, der Havdil? Am Mokem Koidesch, a Schulzi, was? Was ist das für Podiatkes in Kasrilivker Triater? Wo ist er jetzt loser Gorodowoi? Es bleibt, als man soll bringen, extra von ihretwegen zwei Stunden und es wird ein bisschen stiller. Bisslich weiß, werden ungezogen lämplich, was reichern und lassen sich herren mit der scharfen Reich von Gas. Einzig weiß, beweisen sich die Klezmer bei der Szene, was ist übergezogen mit der Leilich. Früher von alle kommt zu gehen der Bass, ein größer Ried, mit grobe Pees und mit beise Augen über Gaslen. Bald noch hin beweist sich der Kesselpark. Nachdem kommt der Trometer, der Flötist mit der Tschachotkeponem und der Trubatsch mit Ganevisch Egelech. Und erst auf den Sof der erste Fiedler, der älteste von allen Klezmer, der Dirigier. Ein reuter Bocher mit der weißer papierener Manischke, mit einem kurzen Pidjak, mit stark ungepomadete Haar und mit einem größten blauen Schnips. Er stellt sich mit dem Ponem zum Publikum, knackt euch alle Finger und schmeichelt von der Weiten zu etwas a Mädel mit weißen Hemdschkelech. Die ganze Kapelle setzt sich aus und man nimmt sich anstellen die Instrumenten. Ein nemmesiger Mischmasch wie von etlichen Mäß Weiber, a Feierin und ein Gebilder von Assach Gens und Kaschkes.
Es beweist sich etwas ein reihunger Mann mit einer grünen Kapotte, trugt in einer Hand ein Pack mit Papieren, in der anderen Hand eine halbe Bulke mit einem Stückel Hering und setzt sich nieder ganz oben nun auf ein kleines Bänkele gegen der Szene und beißt über. Wer ist das? Das ist der Soufflierer. Was heißt Soufflierer? Das heißt der Fürsorger. Plötzlich wird eine Klapperei im Theater, als man kommt toll werden. Es fliegt durch einer mit einem Glöckchen und klingt. Es geht weg etliche Minuten, der Eulen hat dann wieder zu schreien und zu klappen, er läuft wieder durch mit dem Glöckchen und er sagt etliche Mal. Es wird still, bis es hebt sich auf der Leilech und das Spiel hebt sich an. Zum allem Ersten geht er aus ein Mädel mit einem Unterstkleidel und mit zerflochtenen Haar, gleich wie Emmetzer, wohl sie nur was ausgepatscht. Und hebt und singt ein treuerig Liedl von einem Oremerie Säume mit Nussach von Stoit Gora Visokaya, Visokaya, Aie Säumele, und das ganze Publikum halt sie unter Aie Säumele, frier still, was weiter als Hecher und Hecher, also als man hört schon mehr nicht das Mädel singen, nur das Publikum. Springt heraus einer von den Akteuren auf der Szene und bett dem Eulen, es soll sein still! Der Eulen wird still, aber nicht auf lang. Das Mädel hebt uns zu singen, also singt mit ihr ganz kohl, Aie Säumele, Aie Säumele. Es springt heraus wieder einmal der eigene Akteur, noch einmal und noch einmal, bis er geht heraus von die Kehlim und sagt sie mit dem harten Wort. Ihr werdet nicht ein Stumpf werden, und ruf ich heraus der Bloser Gorodowoi mit der Kischke, wird er riech in eure Tatenstaden rein. Es fliegt heraus auf der Szene Hotzmach, Aid mit einem modernen Streimel, mit ein halbe Bord, mit lange Peje, skimat bis ein Gartel, mit Schiech und Socken, mit übergekehrten Augen und mit einem Horb auf die Plätze. Beitschelech, Steckelech, Schwebelech, Messerlech, Sockenpapierenech, Lädelech, Kristallene, Spielkelech, Weibelech, Käufteppes, Weibelech. Und tut sich allemal ein Chabba die Pejes, ein Sprung und ein Geschrei, Hotzmach, der ich soll mich nehmen. Plötzlich hat etwas gegeben, ein Patsch mit den Fliegel, ein Flieh von oben nach oben und ein Fall gleich auf den Hut mit der weißen Feder von der Dame mit den Brillanten. Die Dame hebt dann verschreckt Halschen und im Theater wird mit einem Moll aber Holle mit einem Geschrei, Gewalditen, Ratewet, Ratewet, es brennt! Und mehr hat man nicht bedarft. Sie ist geworden, als springen ich überkippt zu der Tür mit der Geschrei. Hasje, wo bist du? Jonkel, aher, Riefke, halt sich, Matel, ich starr, Bruche, schrei nicht. Benje, wo ist Jentel? Momme, und bin ich, Momme. Scheut ihm, Naronim, Leimene Geulens, glatte Behemes, Ziegene Werd, narische Gurgeln, weiberschene Schummes. Was spielt er dir? Was schreit ihr? Wohin läuft ihr? Ot wird von euch bald eine Prisjenice, Tippschim. Vor wem hat ihr euch da übergeschrocken? Vor ein Narrisch auf? Ihr seht nicht, als ein Nof ist er abgesprungen von der Siedele? Rebloser, was schweigt ihr? Stellt und die Kischke, Klesmorim, errichten eure Taten allein, a Freilichs! Der Eulem hat sich von auszusetzen zurück auf die Erde. Ich gang mich heraus paar Wollike von dem Theater, hab ein Beidl und heiß, man soll mich führen auf der Stanzie im Hotel Terkalia.